hatten gerade so Hobbys in Spanisch teilgenommen. Und jetzt hat sie gesagt, ja, nimm mal so ein paar mehr. Und alle so Skifahren, Tanzen. Und ich möchte jetzt einfach Angel sagen. Einfach so. Ich habe gerade auf TikTok gesehen, dass der eine, ich weiß nicht genau, ob es Teams oder Zoom war, aber er hat sein Mikro angemacht und gesagt, Entschuldigung, hat sein Mikro ausgemacht und gefragt, auf welcher Seite die sind und sie hat ihn trotzdem gehört. Und jetzt habe ich das paar Mal ausprobiert. Angeln! Okay, die hört mich nicht. Alter, ich bin neben mir im Arsch. Ich traue mich nicht, Angeln zu sagen. Über eure Hobbys zu sprechen. Was wäre denn Angeln? Angeln? Ja. Also, Pescar und auf jeden Fall Fischen. Ah, das ist gut. Fischen hat gerade Ben gefragt, ja, weil die geschrieben Pescar Con Caña und sie so, ja, was ist denn Con Caña? Und sie so, ja, Pescar ist Fischen, Con Caña, keine Ahnung, habe ich gerade gegoogelt, wahrscheinlich damit Angel. Und sie so, ja, ich kenne tatsächlich noch keinen, der fischt und aus meinen Freunden Spanischsprachigen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Ich weiß nicht, was mit dem Alex los ist, aber man hört ihn einfach nicht. Und da brauchen wir die 1. Hast du gefunden? Gut. Noch nicht, aber ich finde. Aber danke. Groß, jetzt steht auf der linken Seite nicht S, sondern A. Für die Größe. Ergibt sich A. Jetzt die Teil durch eine Sekunde bedeutet, die Multiplizierung ergibt hier werden. Das ist Hörbuch. Let's do this. Sagittarius? Ah ja, stimmt, ich bin ein Sagittarius. Ja, es ist 18.42 Uhr. Ich habe heute meine Haare nicht gewaschen. Heute ist der zweite Tag, also es ging am Morgen. Deswegen habe ich nur geduscht. Und zwar war das in Deutsch. Da, wo er gesagt hat, wir machen jetzt einen kleinen Arbeitsauftrag. Man musste irgendwie von einem Text dann rausfinden, was ist direkte Rede, indirekte Rede und irgendeine erzählerische Rede. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit in Deutsch machen, weil es wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Sondern wir machen gerade halt die Epik oder, ja. Und da, das gehört halt zu dieser Analyse dazu, zu diesem Erzählbildnis, keine Ahnung, und zur Übung hat er es halt aufgegeben und dann hat er den Text wieder weggemacht, keine Ahnung, ich konnte den auch nicht im Ordner finden, so, ja, sehen wir uns in 10 Minuten und dann dachte ich mir so, ja, gehe ich duschen. Ja, weil die Pause zwischen Spanisch und Deutsch, ich keine Ahnung, warum ich da nicht geduscht habe, weil irgendwie habe ich dann, ah ja, genau, ich habe da angefangen an meinem Projekt weiterzuschreiben und dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr, dann habe ich das schnell in dieser Pause gemacht, ich bin wiedergekommen. Da war immer noch still, also die waren immer noch nicht fertig. Genau, Deutsch, dann war 2 Stunden BWL, also da habe ich, nö. Ich habe gar nichts mehr abfotografiert, ich habe gar nichts mehr, also nee. Ich habe der Fanny ja dann kurz bevor BWL aus war, geschrieben, ob wir halt lernen können. Ich habe mir halt so gedacht, dass wir uns treffen und ich habe so gefragt, ja, wie wollen wir es denn machen? Sie so, ja, wir können über Teams machen, also keine Ahnung, ob sie halt einfach für sie so besser ist oder wie auch immer. Deswegen haben wir bis jetzt erstmal gesagt, am Donnerstag nach der Schule, aber vielleicht auch am Freitag, weil seit Donnerstag oder Freitag vorgeschlagen. Genau das. Dann war zwar, und die letzten 2 Stunden waren Naturwissenschaften, also Physik, Mechanik, neues Thema. Nee, da habt ihr gesehen, ciao. Also, mache ich nicht mit. Ja, und dann sind meine Eltern mit meiner Schwester weggefahren zu einem Supermarkt oder so, halt einfach einkaufen und nach Masken gucken. Die hatten jetzt welche. Ich glaube, die hatten das von der Oma geholt, weil die welche bestellt hatte. Und ja, die gucken einfach nach Masken und ich bin zu Hause geblieben. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde getanzt
Und weiß nicht, ob ich das hochstellen soll in meine Story oder so. Auf WhatsApp denke ich mal auf jeden Fall. Aber ich guck mal, ob ich das auf Insta hochstellen soll. In die Story mal gucken. Ja, und weg waren. War ich vielleicht so 15 Minuten auf OmniTV, von denen ich so 8 Minuten mit einer geredet habe. Und es war voll der Zufall. Also sie hat genau dort gelebt, wo ich auch gelebt habe. So, wo wir früher gelebt haben. Und halt auch so wirklich, sie kannte die Straße von diesem Dorf. So, da habe ich direkt gefragt, ob sie meine Verwandten kennt und so. Und ja, mit Namen bin ich nicht so gut. Aber ich habe jetzt hier nicht das Rote gezeigt und so. Auf jeden Fall das. Ja, noch ein paar so komische Leute. Und dann habe ich es einfach endgültig gelassen. Ja, es kam eine, beziehungsweise zwei Nachrichten, aber eigentlich so eine wichtige, weil die andere war schon so veraltet. Und nicht veraltet, sondern die Information wussten wir schon von der Schule bezüglich nicht, wie es weitergeht, sondern der Prüfungen. Aber ich habe es mir jetzt hier rausgeschrieben und werde das einfach morgen erzählen. Ja, und morgen sollte auch das Ergebnis von der Konferenz da sein und dann habt ihr praktisch wahrscheinlich zwei Informationen direkt. Ich hoffe, dass es morgen gesagt wird.